So, jetzt fahre ich mal zurück auf die Alpe Adria und dann schaue ich mal, ob es sich lohnt, da noch weiterzufahren. Mein Gott, da kommt ein fettes Unwetter auf mich zu hier. Ich hoffe, dass mein Zelt noch steht, wenn ich zurückkomme. Jetzt haben wir erstmal ein Gewitter, aber es zieht, glaube ich, bis in der Dreiviertelstunde auch durch. Guten Morgen, es ist kurz vor 10. Ich bin jetzt in Gemona auf dem Campingplatz, bin gestern hier angekommen. Wer jetzt erst zugeschaltet hat, kurz noch mal eine Wiederholung. Ich bin seit 13 Tagen unterwegs, bin jetzt knapp 1200 Kilometer gefahren, bin in Horb am Neckar gestartet, das ist südlich von Tübingen, bin zum Bodensee runter, ein Teil auf dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee-Radweg gefahren, weiter am Bodensee. Und vom Bodensee aus dann, also von Lindau, den Bodensee-Königssee-Radweg. Dann weiter zurück nach Salzburg und dann die Alpe Adria. Und habe gestern den schönsten Abschnitt eigentlich meiner gesamten Reise hier erlebt. Das war so genial. Ja, und heute plane ich weiter zu fahren nach Udine. Jedenfalls lasse ich mein Zelt hier stehen. Ich komme heute Abend wieder zurück. Und schau mal, was der Tag mir so bringt oder bietet. Ja, der Campingplatz ist ganz schön gelegen, hier direkt an so einem Riesenberg. Und die Sanitäranlagen sind sehr einfach, also das Einfachste, was ich bis jetzt auf meiner Tour erlebt habe. Oh, schön, der Schwamm hier im Bild. Aber reicht mir völlig aus. Heute Morgen hat es richtig fett geschauert, da kam eine fette Regenfront durch mit Gewittern. Und naja, jetzt scheint wieder die Sonne. Mal schauen. Aber ich glaube, am Tag soll es auch noch mal ordentliche Gewitter geben. Von dem her weiß ich nicht, wie weit ich fahre. Ich setze mich da auch gar nicht unter Druck. Ich hatte geplant, eigentlich nur bis Villach zu fahren, weil mein Zug dort übermorgen wieder startet. Ich habe die Reservetage, die ich eingeplant habe, das waren 3 Tage, nicht benötigt. Ich habe meinen Plan gut eingehalten oder perfekt eigentlich eingehalten. So, dass ich jetzt hier diese Chance hatte, noch mal ein Stück weiter zu fahren. Das war auch gut so, weil das wirklich der schönste Abschnitt meiner gesamten Reise war. Könnt ihr gerne mal reinschauen, das Video von gestern. Ja, das war einfach der Traum. Ja, morgen muss ich dann wieder zurück, den gleichen Weg, den ich gestern gefahren bin. Es geht nur mehr bergauf morgen, weil Villach doch etwas höher liegt als hier Pamona. Nee, Gemona heißt das. Ja, aber ich freue mich schon. Aber es soll zu 90% regnen, auch insbesondere vormittags. Das heißt, ich muss mal schauen, wie ich das alles eingepackt bekomme. Hier sind auch schon sämtliche Radler abgereist. Es waren auch tatsächlich welche mit E-Bike unterwegs, Italiener. Werner, den ich gestern in Villach getroffen habe, der sich zeitgleich mit mir dort eingecheckt hat, ist gestern die gleiche Strecke gefahren, wir sind aber separat gefahren. Der kam dann hier 2 Stunden später auch eingetrudelt. Oder war es 1 Stunde, weiß ich nicht. Na, jedenfalls ist der auf Weltreise, hat ein Sabbatjahr und plant bis, was sagt er, Georgien wollte auf jeden Fall, Dubai, Tiflis. Letztendlich wollte er dann bis nach Australien, dort irgendwie seine Tochter besuchen, soweit ich das in Erinnerung habe. Jetzt werde ich meinen Kaffee genießen und wenn ich hier um 12 erst loskomme, ist das völlig in Ordnung. Ich mache mir halt keinen Stress, ich bin weit über mein Ziel hinausgeschossen. Ja, am Ende der Reise werden es so ungefähr 1500 Kilometer.
Ich bin sehr zufrieden. Die Reise ist so toll gelaufen. Und ja, bin gespannt, was mir der Tag heute noch bietet, ob sich die Strecke von Gemona bis nach Udine lohnt. Oh, ich habe ja total den Schnupfen. Werner meinte auch, dass ich wohl geschnarcht hätte. Gestern schon hat sein Zelt extra weiter weg aufgebaut. Ja, der Sommerschlafsack war einfach zu dünn. Wo ist denn mein Kaffee? Irgendwo hier in der Tasche. So, machen wir extra stark heute. Fertig. Ach, ist das herrlich. 11.24 Uhr und ich fahre mal entspannt los in Richtung Udine. Jetzt schaue ich noch mal, wann der Campingplatz morgen früh aufmacht, wegen der Bezahlung, weil ich muss morgen recht früh los. Quanto pono domani? 7 Uhr, so früh werde ich nicht loskommen morgen. Wenn ich morgen um 9 Uhr loskomme, bin ich hochzufrieden. So, jetzt fahre ich mal zurück auf die Alpe Adria. Und dann schaue ich mal, ob es sich lohnt, da noch weiterzufahren. Ja, so ein bisschen matschig bin ich heute. Aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, einen Tag auf dem Campingplatz jetzt rumzuhängen. Ich mache jetzt einfach ganz Suche und lass es ganz ruhig angehen, ganz, ganz ruhig. Das geht hier schon mal an einem perfekten Radweg los. Keine Autos, Ruhe. Ach ja, bis nach Udine sind es jetzt 42 Kilometer. Entweder fahre ich zurück später oder ich könnte sogar den Zug nehmen. Der braucht irgendwie nur 35 Minuten von Udine bis hierher. Nur keine Ahnung, ob man da Fahrräder mitnehmen kann. Aber warum nicht? Ne? Hier ist was kanalisiert worden. Es macht wieder Spaß. Es macht wieder Spaß. Auf dem Campingplatz wäre ich echt fast, als wenn ich 20 Schlaftabletten genommen hätte. Und jetzt bin ich so langsam wieder wach. Super gemacht, dieser Weg. Wurde extra aus einer Stahlkonstruktion hier gebaut. Jetzt gehen wir links und rechts hier. Ah, hier ist ein Spar. Die haben vielleicht gekühlte Getränke bei dem, oh Gott, wie der Laden heißt, was ich mal, Billa oder so. Hatten die keine gekühlten Biere. Ah, hier wird ein baulich getrennter Radweg gebaut, falls da irgendwelche Handwerker irgendwann mal kommen. Ja, ich habe natürlich heute nicht so viel Gepäck dabei, was sehr schön ist zu fahren. Meinen zweiten Akku habe ich trotzdem mitgenommen. Auch wenn der eine große Akku reichen würde oder reichen wird. Aber sonst würde er ja nur im Zelt rumliegen. Und so habe ich ihn dabei und kann eher unwahrscheinlicher geklaut werden. Ja, Regenklamotten habe ich dabei, die ich bisher noch gar nicht gebraucht habe. In den letzten 13 Tagen. Wahnsinn, ne? Und gerade fuhr ein Zug vorbei hier nach Udine. Gesehen, im letzten Waggon war ein Fahrradsymbol, also ein Fahrradmitnahme möglich sein. Ich weiß nicht, ob der jetzt reservierungspflichtig ist. Aber es wäre eine Option, wieder zurückzukommen, falls ich keinen Bock mehr habe oder es einfach zu spät wird. Die Trainingsmannschaft werde ich gleich mal überholen, obwohl die ja schon mit 300 Sachen hier durch die Gegend bilden. Ja, so Suche bin ich nun auch wieder nicht unterwegs. Weißt du, Suche ist, glaube ich, ein norddeutscher Ausdruck, oder? Den habe ich auch irgendwann mal erst später gelernt. Gemächlich heißt das. Oder Koi-Hektik. Müssten jetzt alle hinter mir wieder einrollen an der Ampel. Ja, ich bin schon länger wieder auf der Zyklonia. Ups. Eigentlich waren das 500 Meter vom Campingplatz entfernt.
Ich bin gerade aus Gemona rausgefahren. Ich fahre jetzt über eine Magistrale von Gemona. Da bin ich mal kurz 300 Meter rechts abgebogen und sehe erst die Kulisse hier. Klasse, das ist. Jetzt geht es aber weiter Richtung Süden. Jetzt wird es ländlicher. Ich will hier keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber seit Gemona gibt es keine gesonderten Radwege mehr. Da ist einer. So hier im Bürgersteig. Ich bin schon nach 20 Minuten ein Viertel der Strecke gefahren. Aber es ist schon eine besondere Atmosphäre hier. Es ist recht ruhig, teils wie ausgestorben. Rechts abbiegen. Jo, verpasst. Aber jetzt haben wir wieder einen Radweg, deswegen habe ich es auch gesagt, damit da wieder einer kommt. Hier hat sich der Radweg schön durch den Ort geschlängelt. Oh, Weinreben. Ach, ich finde es ganz angenehm, dass die Sonne heute nicht so brezelt. Aber ab 16 Uhr soll es regnen. Habe ich Regensachen dabei, habe ich schon erzählt, glaube ich. Ups, jetzt bin ich hier auf dem Hof von einem Privathaus gelandet. Zu früh abgebogen. Sorry. Ich war echt gerade verträumt. Das war nicht so eindeutig. Oh. Also ist hier alles top eben. Deswegen kommt man auch gut voran. Radwege sind nicht so toll. Die Gegend ist auch nicht spektakulär, aber man sieht was von der Gegend zumindest. Typisch italienische Bar. Tolle Räder. Super gut ausgestattet, gut angezogen. Aber nicht mal die Kette geölt. Gequietscht bei den Beinen ohne Ende. Sorry. Ich muss einfach lästern. So, die Damen fahren voraus, die hole ich jetzt auch mal ein. So, die habe ich jetzt auch abgefrühstückt. Es geht weiter. Oh, es geht sogar bergab hier. Akkudeckel, du nervst mal wieder. Ich wollte doch kein Sutsche machen. Oh, da ist jemand. Da war jemand aber wütend, wahrscheinlich auf den Nachbarn. Was ist das denn für ein Häuschen? Ja, so kleinere Steigungen gibt es hier jetzt inzwischen auch. Aber schön. Schon mal was anderes als Schleswig-Holstein. Ich weiß ja, ob ich das vorstellen könnte, wie schwül das gerade ist. Thank you.
alles ausgetrocknet am Bächlein hier. Ich bin gerade für die Vorbeifahrt mal kurz stehen geblieben. Oh, da läuft mir gleich der Schweiß runter. Das ist Wahnsinn. Schwül das ist. Okay, ein Bienenstock. Ich bin gerade mal eine Stunde unterwegs. Ich habe schon 23 Kilometer hinter mir. Das heißt, in 2 Stunden insgesamt bin ich in Udine. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Okay, ich habe auch keine Pausen gemacht bisher. Aber wozu soll ich eine Pause machen? Wasser zu trinken. Ja, das soll ich mal machen. Gestern habe ich mir von Werner noch eine Magnesium-Tablette geben lassen, weil ich es immer versäumt habe, mir wieder welche zu kaufen. Hier wächst Wein. Schauen wir mal genauer an. Ich sollte echt mal eine Trinkerpause machen. Der kam alleine zurecht, sonst hätte er Hilfe gerufen. Alpe Adria, wie gesagt. Immerhin ausgeschildert. Also die Ausstellung ist okay. Aber ganz ohne Navi will ich es nicht. Also will ich nicht verfahren. Leicht links abbiegen. Das wäre ein lauschiges Plätzchen. Nach 650 Metern rechts. Aber leider keine Bank. Oh, da war ja gut was los in der Osteria. Ich fahre mal weiter nach Udine. Ich muss mich noch mal informieren, was es da überhaupt zu sehen gibt. Wen es interessiert, die L'Osteria, die war kurz vor dem Ort Moreno. Bin ich jetzt gerade durchgefahren. Jo, nur fahren weiter. Wie heißt denn der Ort? Das Ortseingangsschild habe ich, glaube ich, gefilmt. Da war ein Jacko. Nach 100 Metern rechts. Ich habe noch 12,9 Kilometer bis Udine, aber ich mache hier mal eine kurze Trinkerpause. Oh. Ja, es waren jetzt 31 Kilometer in 1,5 Stunden. Das ist okay. So gar nicht so schlecht. Hab doch gerade mal beim Wetterradar gesehen. Mein Gott, da kommt ein fettes Unwetter auf mich zu hier. Ich fahre mal schnell weiter, sodass ich in Udine dann irgendwo unterstehen kann. Upsala. Also ich habe nichts bestellt. So, weiter geht's. Danke für den Aufenthalt. Dem Unwetter entgegen. So, hier ist der Radweg zu Ende. Und da geht er wieder los. Und dann muss man hier einmal rumzirkeln. Und dann hier wieder drauf. Hey, da fahre ich lieber auf der Straße, auch wenn es nicht erlaubt ist. Etwa 8,7 Kilometer vor Udine geht es hier nochmal durch den Wald durch.
Das war wirklich nur ein bisschen Wald. Jetzt fahre ich hier direkt neben der Autobahn hinter so einer Schallschutzwand. Kleines Stück, glaube ich. Oh, jetzt habe ich einen Regentropfen gespürt. Jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ah, da kommt die Unterführung oder die Autobahn. Unter der Autobahn in Deutsch. Da unterzustellen ist jetzt auch nicht so schön. So, ich fahre mal weiter. Ja, so langsam geht's los mit Trüppeln. Da habe ich so ein Dach gesehen, ein Riesendach. Mich da irgendwie unterstellen? Ja, bestimmt. Leicht rechts abbiegen. Hier scheint so ein Café zu geben oder so was in der Art, ein Kiosk. Ach, das passt doch. Ich glaube, ich setze mich hier einfach mal hin. Wenn man einen Kaffee bestellt, kriegt man natürlich einen Espresso. Ja, manchmal passt alles perfekt. Genau zum richtigen Zeitpunkt hier angekommen. Klasse, ich habe mir jetzt gerade noch ein Panini bestellt. Gigante für 5 Euro. Ja, macht jetzt gerade. Ihr sagt Bescheid, wenn es fertig ist. Klasse, schön draußen sitzen und trotzdem überdacht. Gerade kam eine richtige Windböe rein. Es gewittert jetzt. Ich hoffe, dass mein Zelt noch steht, wenn ich zurückkomme. Oh. Weil die Heringe ließen sich auch nicht sehr tief verankern. So, ich mache mich mal wieder auf den Weg, auch wenn es schwer fällt. Oh, ich hätte da jetzt echt ewig lang sitzen können. Jetzt fahre ich erstmal nach Udine weiter und es sind noch 4,5 Kilometer. Es ist kühl geworden jetzt. Ja, es sind jetzt 21 Grad, also hat sich fast 10 Grad abgekühlt. Kommt nichts, nein. Oh, jeder Übergang, ein Schlag in den Rücken. Ja, und hier scheint das Stadion von Udine zu sein. Hier soll es Wasser geben. Das kann nicht schaden, weil meins ist alle. So, Karte checken. Ja, müsste da hinter mir sein. So, hab das Wasser nicht gefunden. Auch egal, ist nass genug. Den habe ich da heute schon mal überholt, oder? Boah. Ganz schön grün hier. Das Flüsschen. Das ist erstaunlich viel Wasser bei mir. Also hier fällt mir gerade mal auf, dass es überhaupt keine Ampeln gibt. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Aber die Zebrastreifen sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Die Autos halt nicht. Ja, das hat doch so ein bisschen was von Kopenhagen hier. Auch wenn die Fahrbahnoberfläche grottig ist hier. So wie es aussieht, bin ich wohl auch. So, ja, ich bin jetzt da. Wetter scheint ja auch wieder besser zu sein. Ich zieh erstmal die Regenjacke aus. Ich werde wahrscheinlich noch zum mächtigen Reiseführer. Aber ich muss ja was dazu sagen. Also ich bin jetzt hier am Piazza della Libertà. Das war früher mal das Rathaus. Es gibt da hinten noch einen Brunnen. Und ja, es ist eines der ältesten Plätze hier in Udine. Genau. Und hier gegenüber ist das, jetzt muss ich noch mal nachschauen, habe ich doch noch was anderes gelesen. Ja, hier ist ja der Laubengang und der führt dann zum Schloss von Udine. Das ist irgendwas mit Loggia della Lionellois. Diese ganzen Lieferfahrzeuge hier. Also, ja, es gibt sicher hier noch viel anderes zu sehen.
Aber ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen oder schauen, dass ich vielleicht noch was trinke hier. Jo, Wetter ist ja wieder prima. Und jo, Motivation auch. Jo. Ja, und hier wird die Alpe Adria weitergehen. Für mich ist hier Schluss. Ich habe sowieso mehr Strecke gemacht, als ich vorhatte. Und ich glaube, die Strecke bis nach Grado ist nicht wirklich sehenswert. So, noch mal eine Ehrenrunde hier über den Platz. Jetzt fahre ich doch mal zum Bahnhof, mal zu gucken, ob da ein Zug fährt. Na, Mustang gegen Safrad. Keine Chance. Das ist ja mal interessant, diese Fliesen da. Der Palme ist doch ein Bild für die Götter, oder? Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ich bin jetzt hier am Bahnhof. Ich habe mit einem Schweizer gesprochen, der fährt bis kurz vor die Grenze und er meinte, unter der Woche müsse man nicht reservieren. Am Wochenende wird es kritisch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie zum Ticketschalter komme, ohne das Fahrrad aus den Augen zu lassen. So, einfache Fahrt. Einmal Fahrräder. Weiter. 7 Euro. 16,35 €. Schon mal sehen. Karte eingeben. So, hab gekauft. Ja. Geht in 20 Minuten der Zug. 2 Tickets, eins fürs Fahrrad und eins für mich. Jetzt fahren wir Zug. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo der Zug abgeht. Hier steht gar nichts dran. Keine Ahnung. Ja, hab wieder was dazugelernt. Das heißt G-Mona, nicht G-Mona. Uno, Gleis Uno. Gerade einen Bahnmitarbeiter gefragt hier. So, wieder hoch. 15 Minuten. Musste der Zug abfahren, falls da nichts anderes durchgesagt wird. Ich gehe mal hier nach hinten. Ich bin jetzt im richtigen Zug. Ich habe gerade noch mal gefragt. Und hier sind Plätze ohne Ende. Könnte ich theoretisch morgen auch nach Villach fahren mit so einem Zug. Aber jetzt fahre ich erstmal zum Z-Platz zurück. Und dann schaue ich mal, was ich heute Abend noch mache. Der Zug fährt etwa in 10 Minuten ab. Jetzt habe ich Zeit, das Rad noch in Ruhe aufzuhängen. Es war gar nicht so einfach, das Rad oben aufzuhängen. Ich habe es gerade mal so hochgekriegt. Ja, ich fahre jetzt los. Gefühlt in die falsche Richtung. Als wenn ich nach Süden fahre. Aber es kann auch täuschen. Ich habe hier noch mal einen Passagier gefragt. Der meinte ja, Gemona ist richtig. Zumindest hat er genickt. Ja. Ah, das stimmt schon. Ja, doch. Süden ist rechts. Ja, passt schon. Ich werde das auch mit dem Fahrrad zurückgefahren. Aber so aufregend war die Strecke nur auch nicht. Interessant ist ja, dass das Ticket hier aufgeteilt wurde in 2x3,50 €. Auf jeden Fall ist das hier ein Erwachsener und einmal hier das Fahrrad. Jo. Eine Person kostet sonst 7 Euro und Fahrradmitnahme ist kostenlos. Offensichtlich wird es dann aufgeteilt auf 2. Das hat jetzt 25 Minuten gedauert mit der Bahn. Ging sehr gut. Gut, das Fahrrad da oben aufzuhängen, hätte ich nicht machen müssen. War ja noch genug Platz frei. Ja, pünktlich angekommen hier, bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Und jetzt fahre ich erstmal zum Campingplatz und gucke, ob mein Zelt noch steht. Diese Rennen, die funktionieren eigentlich ganz gut. Jetzt mit einer Handbremse ist natürlich schwierig. Und hoch hatte ich sie vorhin mit der Schiebehilfe genutzt. Hat auch gut funktioniert. Gemona ist ja sehr gepflegt, ja. So, ich fahre direkt auf dem Sparzug. Ich hole mir mal Wasser.
Ich merke schon, dass ich zu wenig Wasser trinke, weil das Wasser mir hier irgendwie nicht so schmeckt. Das Leitungswasser. So richtig schön prickelndes Mineralwasser. Ja, gut. Ja, jetzt auf den Campingplatz sind gerade mal 2 Kilometer. Ich bin mal gespannt, ob mein Stofffetzen noch steht. Das hat ja echt kurzzeitig richtig gewimmelt. War eine gute Entscheidung, mit dem Zug zu fahren. Irgendwie ist bei mir die Luft jetzt raus mit Radfahren. Wo ich doch mein Ziel erreicht habe. Mal sehen, wie es morgen weitergeht. Ob ich dazu neige, auch mit dem Zug wieder zu fahren? Das kommt aufs Wetter an, ne? Wenn das schön ist, hätte ich echt Bock drauf. Aber morgen ist zu 90% Regen angesagt. Ich bin jetzt 50 Kilometer heute gefahren und habe nur 35% Akku verbraten. Hatte wahrscheinlich ein bisschen Rückenwind. Die Landschaft, ja. Steht noch. Ja, super. Ich hätte schon befürchtet, dass mir das Ding weggeweht ist. Ja, es ist ja ein etwas anderer Tag heute. Ich habe mir sehr leckere Weintrauben gekauft. Und sie sind echt köstlich. Dafür lasse ich sogar das Bier erstmal stehen. Erstmal. Der Tag war doch ganz nett. Aber ich bin froh, dass ich jetzt noch mit der Bahn zurückgefahren bin. Ja, Fazit vom Tag. Ich war total neugierig. Nochmal die Strecke zwischen hier, Gemona habe ich heute gelernt, und Udine kennenzulernen. Die Stimmung war klasse und man taucht so richtig in das Land hier ein. Man fährt durch die Dörfer und ja, sieht ein bisschen was von der Landschaft. Aber letztendlich, der schöne große Teil, den hat man schon gesehen. Und tatsächlich habe ich überlegt, mit der Bahn wieder zurückzufahren. Auf jeden Fall geht die Verbindung über Udine. Man muss also wieder Richtung Süden fahren, dort umsteigen und dann wieder zurück nach Villach. Aber jetzt habe ich irgendwie eine Meldung in der App bekommen, dass Unwetter in Kärnten herrschen und dass die Verbindungen größtenteils irgendwie zusammengebrochen sind. Ja, ich denke, ich werde dann mit dem Fahrrad fahren. Nützt ja nichts. Ja, es gibt morgen ein Zeitfenster zwischen 7 und 9, wo es wahrscheinlich nicht regnet. Wäre natürlich optimal, wenn ich dann pack und dann um 9 hier loskomme. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich gar nicht thematisiert, dass zur Nacht ein fettes Unwetter angesagt war. Daher wollte ich zumindest mein Rad in einem Unterstand abstellen. Allerdings haben sich in der kleinen, halboffenen Hütte schon einige Zelter einen Platz zum Nächtigen gesichert. Auch mein Zelt konnte ich nicht weiter sichern, da ich die Abspannlein bewusst zu Hause gelassen habe. Aber wird schon schief gehen. Für den Campingplatz habe ich 22 Euro für 2 Nächte plus 3 Euro für Strom bezahlt. Da kann man absolut nicht meckern. Zur Stärkung für die Nacht habe ich mir eine Pizza und Salat in dem Campingplatz eigenen Restaurant gegönnt. Patrick hat so von der Pizza geschwärmt, da konnte ich mir das nicht entgehen lassen. Die Nacht konnte kommen. Es ist 10 Uhr nachts, die Pizza wird so langsam verdaut. Und ja, jetzt zieht ein fettes Unwetter auf. Meine Familie rief mich auch schon an und macht sich Sorgen. Offensichtlich sind auch in Kärnten einige und Frankreich einige Zelte weggespült worden und es gibt auch einige Tote. Ich beobachte ja schon die ganze Zeit Leitungen-Radar, da kann man immer schön sehen, wie die Blitze einschlagen. Und ob es näher kommt oder ob es sich entfernt. Aber es ist hier tatsächlich rundherum. Ja, gibt es hier Einschläge, ne? Ja, aus der Kugel. Ich habe übrigens mein E-Bike-Akkus in die Orbit-Tasche gepackt.
die schön eingewickelt, falls hier doch mal alles wegspült, dass das zumindest gesichert ist. Ich habe immer ein Bier. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Und